Also, ja, das passiert eben mit Porno-Downloads immer nicht ausmachen. Aber ja, das beste Ort will ich Ihnen gerne für 10 Taler bereitstellen. Geht durch die Tür zu Ihrer Rechten und genießt das Paradies. Immer auch in diesen Schrank hängt, ließen Sie sofort zusammenbrechen. Was? Nee, was immer man auch in diesen Schrank hängt, ließen Sie sofort zusammenbrechen. So. Behält es, dass ihr eure Dinge für die Nacht geben könnt. Und vor gerade einmal 3 Generationen sah es noch richtig gut aus. Jaha, Kiste, findest einen Springteufel. Jaha, nutzloser Müll. Nein. Rossen? Oh, ich bin da ein Geheimnis. Verblut, möchtest du ihn am Eselstall nächtigen? Lass ihn fahren. Ich geh mal pennen, ich habe irgendwie Energie verloren irgendwann. Habe ich die verloren? Hatte ich mich nicht geheilt? Verwirrung macht sich bereit. Ja, und weiter geht's. Nordschaft! Lauf kaum! Auf Feldpotenzial zu stoßen! Harsches Urteil, liebe Freund. Haben wir schon alles gesehen? Geh doch, die Hühner führen! Schatz, du scheinst mir nicht zu begreifen. Auch weiß, die Ironie und Sarkasmus zu mitgesehen. Das war sehr ungehörig, wie du zu dem Professor gesprochen hast. So wie ich genagt ich ansonsten bin, unserem Leutnant beizupflichten. Hä? Scheiß wird doch in diesem Fall, als ob seine Einschätzung zuträfe. Die Sau ist ungefähr so hellisch wie ein Daunenkissen. Na dann, abrücken! Einmal im Kreis gerückt. Kann das nur her? Es klang nach Schüssen. Ach, Blödsinn. Madre Dios, Desperados! Na, das darfst du so mitnehmen, das geht sonst nicht. Sind da los! Oh, guck mal, 3 Schießbodenfiguren. Gramba Companiores! Ich glaube, der Chef hat San Gima so letztes Mal nicht bis aufs letzte ausgepresst. Was du holst, sag ich! Du, wolltest du mir vielleicht auch noch lohnen als gedacht? Vielleicht doch lohnen. Kein Schaden mal, zu glauben! Ein paar weitere Arztfüße wollen zu haben! Pah! Lass ihn gleich sauber die Klinge springen! Dein schneidiger Auftritt macht mir sobald niemand nach, Liebste. Das Gesicht. Schurkische Schurkenbrut! Lass ab vor diesem braven Stadt und ich werde euch fürchterlich strafen! Sein Zahnstocher. El Zorro! Kein geringerer Strolch! Ja. Ich bin die Klinge der Rache! Hohoho, er ist auch dabei, das ist ein beeindruckender Mann! Hä? Der! Er will einen neuen Schatz verbreitet! Na komm, ist auf mit Taten zu rechnen! Ja. Ah. Lauf nur, Spitzbube! Erzähl El Cativo! Sie gehen jetzt Zorro über San Dimas Macht! Klingt total wie Zorro. Und wieder verschwindet der geheimnisvolle Zorro spurlos vom Erdboden. Ja, total spurlos. Meine Güte, das ist ein Held! Ohne jede Frage, dieser Herr könnte ausgesprochen nützlich sein. Ich habe noch nie einen derart fabelhaften Wächter gesehen. Man kriegt auch, Leutnant. Ein Kerl! Fällt auch schon in den Schlüssel! Komplett unbrauchbar! Vielen Dank. Sie haben mich gerade von der Fehleinschätzung des Urteilsvermögen geheilt. Geh mir den Zorro zu. Möchtest du gerne kennenlernen? Das wäre alles überhaupt nicht! Ey, das wollte ich machen. Oh, Kühe? Ach nee. Ist hier noch jemand zuvor gekommen? Ich finde Schnaps. Toll. Da ist schon leer. Ich habe mit dem Typen da oben da auch noch gar nicht gesprochen. Geht eigentlich alle 27 Dinge, die sich aus Meister arbeiten lassen, Senior? Ich will es bei nur 2 Bier schränken, Kerl! Oh je, eine Granate ist in der Stadt. Und da liegt noch irgendwelche Körner, die ich mitnehmen kann. Diskriminierung! Naja, wie viel kostet es nicht hier? Gott, ich bin bald arm, wenn das Spiel so weitergeht. Es ist ja schrecklich mit dem Schwarzmann, das ist ebenso fesch wie unpraktisch. Die kann ich hier nicht mitnehmen, verkaufen. Ach. Das Spiel mich einfach mal diskriminieren tut die ganze Zeit.
armen Mensch wie mich wird hier praktisch ausgeraubt. Und bei der Gelegenheit muss ich mal kurz was gucken. Na, da geht's lang. Da geht's lang. Verdammt, die Schlange kann man fangen. Ich hätte nicht nachschauen sollen. Die kriege ich doch nie. Ich hoffe einfach mal, dass irgendwann hier vorbeikommt. Und natürlich, ich hasse es. Mhm. Habt ihr auch lieb, Schlange? Nein, nicht hier. War da oben, da wo du vorhin warst. Wie sie mich verarschen will. Ja. Hab dich auch ganz verliebt. Aber so total. Hey. Was ist das so? Komm schon. Nein, das funktioniert schon mal nicht. Nee, ich muss so. Ich muss irgendwie. Keine Ahnung. Kante da. Kante. Ist sie! Erwischt! Oh. Das habe ich irgendwie erwartet, es ist 20 Folgen oder so früh. Das ist jetzt schlecht. Jetzt ist es Tür. Das ist so. Das ist irgendwie sicher und ich kann noch einen rauchen. Das ist alles. Habe ich die Schlange jetzt wenigstens im Inventar? Kann ich sie auf Gegner werfen? Eine Art rasselnder Giftfaden, so. Moment. Das Fenster ist verriegelt. Ja, klar. Und riegelt das Fenster. Toll, das hat's gebracht. Ja, bla bla bla. Sieht aus wie jemand, der sich auffallen lässt, passiert, was in den Kopf gesetzt hat. Oh je, oh je. Also. Warte, hab gesagt! Danken! Ich spuck gleich auf meinen Bund. Familiengeschichte der Dela Vegas. Sind Aufzeichnungen aller Zeiten der Arbeit sorgsam geprüft und ehrerbietig dargereicht von JMC Kulei. Ach, leck mich. Kalle, hier ist ein Schlüssel. Ich hab ein Gewehr, oder brauche ich einen Schlüssel? Verstehe, wer will. Nichts, was ein rechter, echter Held. Oh Gott. Fessel wird. Schwarze Kleidung und sonnengeflutete Klimata. Nachteil, es setzt sich heiß. Vorteil, es sieht einfach fabelhaft aus. So war ich fort und gab ich den bunten Treiben der großen Welt hin, während die brav Einwohner San Dimas den Rohheiden El Cativos ausfällt blieben. Das endet. Ach, geliebter Vater, es bleibt dir erspart, das Ende zu sehen. Dein kummervoller Tod, genau in der Mitte des Jahrhunderts, war mir ein Zeichen, diese Zeiten zu ändern. Glückwunsch des Federfechtens, mit Abbildung nach den Vorgaben du Revolts. Dego du, Vernünfteleien über die rechte Kampfesart. Ach, da geht vom Marquis de Maillet. Ehrlich mal, vernünftige Lektüre! Leider war verkopft! Naja. Ja, das hatten wir ja schon. Was ist für schon klar? Wahrscheinlich wird es mehrmals am Tag gewechselt. Das war eine Wasserverschwendung. Schlossen! Komisch, mir ist doch keine Luft aus den Hölzern sitzen. Ja, kann schon passieren, ne? Die übrigen Kitschverbrechen ziehen den Nachttisch. Ihr Schlafzimmer gelten die herkömmlichen Weise und der Ästhetik offenbar nicht. Ja, ich sollte noch langsamer lesen. Nein, wir haben zu fremden Bänden geziehen den Abstand meiner Hand. Schade, weil wir gerade dieses ausnahmsweise einmal gemütlich. So. Dank meiner vorzüglichen Erziehung lasse ich mich nicht einmal drohen, Leuten wie ihn gegenüber meinen Abscheu anmerken. So, nach was muss mir die Uhrzeit jetzt wieder einstellen? Große Welt hin, werden die braven Einwohner. Ehe zu sehen.
genau in der Mitte des Jahrhunderts. Ich glaube, Mitte des Jahrhunderts mussten wir einstellen. 1800. Keine Ahnung. Nee, welches Jahrhundert haben wir gerade nochmal? Ah, 50, okay. Ich wusste nicht, ob das jetzt urtechnisch gesehen war oder so technisch gesehen, ne? Also, ihr wisst Bescheid, ne? Hä? Was blitz? Zapplot, sehe ich. Da scheint kein Gemüse hier Keller zu sein. Das Haus etwa auf den Rest einer alten Kultstelle errichtet worden? Welche Art? Tolkitisch, aztekisch? Herr Professor! Vorwärts, Freunde. Hoho, ich bin der Weihnachtsmann. Hier war reicher Lohn und unerschrockener Entdeckergeist. Gehen Sie acht. Die Indios waren grimmige Erfinder heimtückischer Anlagen. Boom, tot. Aha. Es wird fast nochmal reingelaufen. Was passiert, wenn ich da drauf trete? Nichts. Ja, nee, da muss ich nicht. Ja, ich kann auch drum rumlaufen. Sie ist im Bunker, Mensch! Lass mal sehen, ihr Freund. Ja. Hutte, will doch scheinen. Kann das lesen, Herr Professor? Es müsste Ihnen noch aufgefallen sein, dass ich lange noch jeder nicht fließen konnte. Ha, Dialekt der Sumpfniederungen. Zuckolotl, Tomat. Ach, wie immer diese ganzen komischen Typen heißen. Wieder wie mein! Zu Deutsch, leuchte mich ganz und tritt ein. Leuchte mich ganz. Ah! Nein, hingeeilt und nachgesehen. Kein Interesse. Ich weiß gar nicht, was das war. Verhatzes Bluten. Soll ich beinahe schon wieder reingetreten? Ach. Das ist wie Hundescheiß, man tritt immer wieder rein. Ach so, das war wieder so ein Rätsel. Dass ich mir jetzt schon verbaut habe. So. Nachdem wir dieses Rätsel gelöst haben. Da unten bist du ja auch noch in 1, ne? Ja. 1, 2, 3, 4. Oh Gott, das war so mit. Oh Gott. Lass mich mal kurz gucken. Und das muss auf jeden Fall dahin. Fangen wir mit was Einfachem an. Ich kann ja gar nicht alle erst die Ränder machen, dann kann ich die anderen nicht mal reinschieben. Ach. Dann machen wir das so. Gut, dann haben wir hier die Sonne. Der Licht von da oben. Ne. Sonne ist eh völlig unnütz. Wofür brauchen wir die überhaupt? Ich meine, tagsüber ist es eh hell und nachts scheint der Mond. Wunderbar. Ja, ich weiß, der ist alt und tut weh. Sehr alt und sehr weh. Aber darum geht's jetzt nicht. Und es lässt sich gerade so wunderbar nicht erkennen, wo was ist. Es ist herrlich. Ist ein bisschen schwierig auf meinem Monitor. Sollte mir einen kleineren kaufen. Das kommt an den Rand, das unten hin, das muss ich. Das kommt. Eins dahin. Ja, es ist doch recht einfach, das Rätsel, ne? Gerade so witzlos. Für ein brillantes Genie wie meins. Und redet der Idiot da schon wieder? Achso. Komme ich so nicht hin, muss ich so schieben. Kann ich so nicht schieben, verdammt. Ich erkenne klar ein kleines Problem. Ja. In der Tat, ich hab's ja verbaut. Sehr schön. Ich könnte höchstens. Nein, kann ich nicht mehr. Wunderbar, ich hab's ja verbaut. So macht man das, liebe Leute. So nicht anders. So, was hat er jetzt da wo? Was bist du denn? Naja, du bist. Moment. Du bist hier. Also hier, ne? Gut. Warum diese zwei Schlangenköpfe? Die haben wir hier. Oder komme ich gerade? Komme ich da gerade nicht ran? Ich verbaue es mir gleich wieder. Ich sehe es schon kommen. Ich bin der Meister im Bauen.
vor allem im Pferd bauen. Total witzig. Den Witz habe jetzt nicht mehr ich erkannt, also. So und dann so. Ach, perfekt. Gut. Ich würde sagen, ich baue erstmal die da oben ab, weil die sind unschön. Nein, das kann ich gar nicht abbauen. Ach, verdammt. Okay, okay. Wir haben hier noch. Nein, den möchte ich jetzt noch nicht. Möchte ich den jetzt vielleicht doch schon? Nein, 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 nein. Definitiv nicht. Ich muss jetzt entweder dich da rüber oder nach da unten drüben rüber schieben, ne? Ich schieb's mal so. Und tata. Tadadada. Und das schiebe ich jetzt einfach mal da rauf. Und so sieht es doch ganz gut aus. Ich darf ihn nur nicht wieder irgendwo einbauen. Ich könnte mal zwischendurch speichern. Kann ich hier speichern? Ich kann hier speichern. Wie nett. Das ist ein Trick. Ich schieb mal nicht hier. Ich gehe erstmal rüber und schieb da. Und zwar so und so darüber. Ha! Ich hab's einfach so drauf. Ach ja, ich kann ja so. Ich muss jetzt. Boah. Ich hab's natürlich so gebaut, dass ich möglichst lange laufen muss. Und auch möglichst weit schieben muss, ist klar. Aber. Ich muss noch eins tiefer. Und weiter drüben muss ich noch tiefer. Ne, Moment, so kann ich das gar nicht schieben, verdammt. Ich muss es erst, ich muss die da erst weg. Ach, verdammt. Dieses Spiel, es versucht mich schon wieder auszutricksen. Aber ich bin viel zu schlau, um mich austricksen zu lassen. Ha! Oh Gott, das endet doch wieder in einer Katastrophe. Und du musst dann, warum kann ich dich nicht hier hinschieben? Ich kann nicht so rumschieben, das reicht ja auch schon mal. Das war jetzt ein Fehler, glaube ich. Na, Moment, ich kann es noch, wenn ich jetzt hier bin. Oh Gott. Ich habe, ja, ich hatte das schon ausgefüllt, gut. Wo muss ich jetzt weitermachen? Was ist denn das da hinten noch? Gehört irgendwo da drüben hin. Ich muss das dann noch irgendwie. Oh Gott. Und das kommt, glaube ich. Nein, das kommt drüben hin. Ich glaube, es endet gleich alles in einer gigantischen Katastrophe. Kann ich den? Ja, ich kann da hinten durch. Oh. Es endet gleich sowas von einer Katastrophe. Noch eins tiefer. Schön tief muss es. Mach ich voll Idiot. Ich hab da einen vergessen. Ah, leck mich doch. Ah. Super, sehe ich jetzt, als ich einen vergessen habe. Gut, dann muss ich hier erstmal dieses Schlangending nach. Schlangending. Wo auch immer das gerade ist. Da ist es doch. So, besser. Anders. Sagen wir es so. So. Du hast gerade deine Nase und deine Zähne. Ich soll jetzt auch mal wieder zum Zahnarzt gehen, das sieht ja grauenhaft aus. Ich kann hier ganz außen rumlaufen. Alles ist gut. Das ist doch eine Kleinigkeit. Billiges Rätsel für Anfänger. ich verbaue es gleich wieder. Dann wieder diese Schlangenhalterung, was auch immer. Ein Stück Schakale, was es darstellen soll. Und irgendwas passt da doch nicht, oder? Das wirklich so aussehen? Zweifelt da ein wenig daran. Ach, wird schon passen. Irgendwie sieht das gerade sehr merkwürdig aus. Sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr, sehr merkwürdig.
Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass sowas fehlt. Oder dass ich mal wieder verbaut habe. Oder beides. Aber ich höre überhaupt so bedrohliche Musik. Ich könnte fast meinen, es passiert irgendwas Schlimmes, wenn ich es falsch mache. Ah, ist natürlich so weit wie möglich schieben. Habe ich wunderbar konstruiert. Den kann ich da rüber schieben, dann kann ich den da hochschieben und den da rein. Ah, ganz rein. Bin so brillant. Hat einfach so drauf. Staunt vor meinem Können. Ist gleich von